Okay. Setzt zunächst Erddetonatoren ein, um Spalten ausbrechen zu lassen und Lava in die Oberfläche zu bringen. Nutze Geothermieanlagen und Solarverstärker, um Schnee zu schmelzen und den Boden darunter zu reinigen. Entgifte das Polarmeer, denn es ist eine Quelle des Lebens. Okay, ich muss gerade mal wieder reinkommen. Was ist das denn? Nährstoffreiche Asche. Also wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir da nicht kaputt machen oder so. Okay, wir machen das einfach mal. Okay, die Steine bleiben. Oh lol. Wir haben neue Steine geschaffen. Versunkener Fels. Fels. Die Musik. Wir erhöhen damit halt die Temperatur. Was ist das? Gebäuderest, okay. Machen wir mal hier. Und jetzt läuft die Lava. Also mache ich fruchtbare Erde, ja. Okay, lol, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Upsi, pupsi. Oh, die ist nicht unendlich weit. Okay. Geothermieanlage. Boah. Bietet Elektrizität und Wärme.
Okay. Ich würde sagen, wir lassen den hier nochmal mit ausbrechen. Dann fließt das hier noch weiter. Vermutlich. Möglicherweise. Nicht. Okay, Moment. So heißt das jetzt, wir können. Warte mal. Er erhöht den Bereich. So, wir müssen das jetzt nicht aktivieren, weil wir können ja sowieso noch nichts aktivieren. So, und wenn ich jetzt aber den hier mache. Ah, minus Toxizität. Ja, genau. Habt ihr gehört? Der alte Mann kann nicht sprechen. Okay, wait. Ist halt lustig, weil die Steine hier halt so überhaupt gar keine Funktion haben. So, warte mal, wir wollten ja das UI wollten mal ein bisschen kleiner machen. Ja. Besser, man sieht viel mehr.
Wir investieren im Moment einfach nur, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Geht. Leisten. Lizenz ist hier einfach komplett im Arsch, ne? Oh. Die sind aber zu teuer. 100 für so ein paar Meter ist halt echt viel zu teuer. Ich glaube, wir sollten hier noch mal. Oh ja, wir sind jetzt bei plus minus null.
Das haben wir jetzt hier nicht gekriegt. Entfeuchter. Entzieht der Umgebung und der dort wachsenden Vegetation Wasser, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Ja, aber ich dachte, wir müssen die erhöhen. Verstehe nicht. Stehe ich irgendwie nicht, keine Ahnung, kapiere ich gerade nicht. Vielleicht ergibt sich das noch. Ja, was macht der? Schnellgefrierer. Gefriert umgebende Vegetation und Flüssigkeit, um die Temperatur der Atmosphäre zu senken, können sauberen Ozean Eis bilden. Oh, okay. Ich glaube, ich habe es geschnallt. Wir tauen jetzt alles auf, machen alles sauber, ordentlich und feini. Und dann müssen wir die Scheiße wieder einfrieren. Wiederholen. Manchmal liegt der beste Weg darin, mit neuem Wissen anzufangen. Ja, ich habe ziemlich viel Scheiß am Anfang gemacht, aber ich würde es jetzt gerne drauf anlegen.
Das ist eine echt tote Ecke. Ja, sorry, wenn ich so wenig sage gerade, ne? Ich bin super krass konzentriert. %. Muss ich unten nur irgendwie Sachen reißen? Oh, warte mal. Das ist doch eine gute Idee. Habe ich mich verbaut. Habe ich einfach nur Scheiße gebaut. Das ärgert mich. Die Ecke hier unten, die hätte uns so viel noch bringen können.
Jetzt haben wir's. Als nächstes erhöhst du die Artenvielfalt, indem du Tundra auf den Hochebenen hervorbringst. Lege Brände, um Asche zu erzeugen, auf der du Wälder pflanzen kannst. Friere Lavaströme ein, um Gesteinsfelder zu erschaffen, auf denen Flechten wachsen. Nutze Monorails, um Tangwälder in Ozean zu schaffen. Okay. Ja gut, das Arboretum kennen wir ja. Biodom. Oh, schön. Lol. Zeug Tundra in seiner Reichweite. Tundra wächst nur bei niedriger Luftfeuchtigkeit und in Hochlagen. Muss auf einem Bewässerer gebaut werden. Also jetzt. Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt da oben einen Bewässerer hinstellen? Jetzt stelle ich mich hier hin und sag ihm hier. Lol. Jalbacke. What the fuck? Hey, was passiert denn? Was ist denn das für ein Teil, Junge? Gib deinen großen umliegenden Ring aus. Bringt Spalten zum Ausbruch. Nutze die Monorail, um ausgehobene Erde an andere. Ach, lol. Ach, du Kacke. Also, der nimmt die Erde auf, die er abbaut. Und kann sie dann wieder absetzen an anderer Stelle. Vulkanitkühler. Okay. Bietet Fels. Okay. Okay. Reichweite. Jetzt können wir hier das Arboretum hinstellen. Boah, guck dir das mal an. Baum.
Stell dir mal dahin, ich will was gucken. Okay, wir probieren mal was aus. Lava. So, und jetzt können wir den ach so, ja, wir können die Dinger ja nur auf Steine bauen. Er ist zu weit weg. Ich kack mich voll. Können wir hier nämlich den Ding jetzt draufstellen. Arboretum. Oder? Oh, das lebt noch? Ja, moin. Was? Hab ich jetzt aber nicht mitgerechnet. Nee, das war ja. 77.
Geht nicht, weil es zu tief ist. Scheiße. Weil muss ja immer in den Bergen platziert werden. Jetzt geht's. Müssen wir das Ganze wieder richtig schön abfackeln. Ha, ich wusste es. Fresh. So, also den hier haben wir 110. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen die Map fertig und dann sagen wir uns Tschüss. Also es wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber wollte ich nur einmal so in den Raum geschmissen haben. Echten 0%. Bin mir gerade nicht sicher, wie ich diese Flechtengeschichte mache. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ach, und der macht das dann automatisch. Erhöht das dann einfach nur, inklusive dem, was da halt ist. Interessant. Eigengewächshaus. Oh. LOL. Wie viel? Ah, so machen wir dann die Flechten. Ah, okay. Ich habe schon überlegt gehabt, so was der Quatsch jetzt soll. Dann brauchen wir einen von denen hier wieder. Ja, ist ja mega. Moin Tom West, was geht? Alles gut bei dir? Das ist schon interessant. Aber 71.
Okay, also das Tundra-Gedöns müssen wir halt lassen, weil da brauchen wir ja auch noch. Das Spiel sieht echt entspannt aus. Das ist kompletter Balsam für die Seele, sag ich dir. Ist allein die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie dolle man es im Stream tatsächlich jetzt hört, aber allein die Musik im Hintergrund, dieses ganz langsame Klaviergeklimper, das ist ja so, also für mich sowieso, Klavier ist einfach mein Lieblingsinstrument, das ist. Geht mir komplett in die Seele. Also wenn du echt mal einen stressigen Tag hattest, dann das Game holt dich wieder runter. Macht man, was macht man denn mit dem Tangwald? Sehe ich noch nicht. Hier, wir machen noch mal ein bisschen Tundra. Oder wir können, warte mal, oder? Ja, das ist gut. Und natürlich keine Dingenskirchen. Das hat so einen super entspannenden Vibe mit Ressourcenmanagement. Und dann können wir jetzt da ihn hier setzen. Nicht viel, ne? Ja, okay, naja. Hauptsache, wir machen da die Prozente. Andere war doch egal, ne? In den Hochlagen, also war es nicht egal. Dann müssen wir Hochlagen erschaffen, so wenn ich mir das richtig gedacht habe. Weiß nicht. Warum kennst du das Game denn? Hast du das schon mal irgendwo gesehen oder ist das jetzt komplettes Neuland? Weil es ist tatsächlich das, was es sein soll. Super cozy, aber Ressourcenmanagement. Dass man da halt nicht verkackt. Dann können wir das hier noch vergrößern. Dann kriegen wir das Flechtengedöns auf jeden Fall. Ich hab schon ein wenig zugesehen. Ah, nice. Dann ist das Spielprinzip ja kein Geheimnis. Es ist halt die dritte Welt, die dritte Region. Ich dachte, zum Abschluss des langen Streams am Sonntag hauen wir das nochmal eben raus. So, dann können wir ja jetzt ihn hier. Oh ne. Ja, nein, vielleicht. Erstmal Stein. So. Steine. So. Dann ihn. Und dann haben wir ja Steine. Dann können wir den Kram ja wegschaffen. So.
Den und das Rote oben. Ja, genau, und halt der Tangenwald, aber da bin ich jetzt gerade noch nicht hintergestiegen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das ergibt sich gleich noch. Wie sieht es mit den Sekundärzielen aus? Null Ahnung, ne? Hab gar nicht geguckt. Okay, wir bräuchten höhere Luftfeuchtigkeit. Wäre jetzt aber nicht das Thema. Das habe ich das letzte Mal irgendwie mehr auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Okay, Eisberge bilden sich, ja moin. Moos auf Felsblöcken. Was ja eigentlich unter 40%? Nee, warte mal. Bin ich jetzt doof? Über 40%. Okay, ja, also ist das ja gut. Ja, dann kann ich ja machen. Aber da brauchte ich für den Dingens hier, Wolkenseher, brauchte ich da nicht irgendwie. Ah ja, genau, so war es. Da brauchst du ja Wasser für, effektiv. Küsten her, genau. Ja, geil. Da kannst du richtig viel mit rausholen. Vielen Dank für die Erinnerung. Hätte ich jetzt echt verkackt. Bin nicht mehr drüber nachgedacht. Warte mal, aber hier wollte ich noch. Oh. Oh no. Jetzt kann ich den Biodom nicht mehr setzen. Warte mal. Warte mal. Wir nehmen den nochmal weg und können den trotzdem nicht setzen, weil er ganz knapp drin. Shit. Das habe ich jetzt vergessen. Warte mal. Wir entfeuchten das hier nochmal um 5%. Oh fuck. Sollte das so aussehen? Ach du Scheiße. Upsi pupsi. Und ballern dann ihn hier rein. Glaube, das war viel zu viel. Ja, okay, reicht. Fast 110%. Bin ich völlig fein mit. So, und jetzt können wir ja erhöhen. Nee, 3% ist mir ein bisschen wenig. Da geht nirgendwo, aber wir können. Warte mal, doch, hier geht. 9%. Hier wollte ich sowieso noch mal beigehen. Ihmchen. Das ist aber schade. Ah, wenn der Lava-Fluss weitergegangen wäre, hätte man hier das Eckchen auch noch holen können.
Also ja, ich habe verstanden, der macht halt die Flechten. Kern zurück. Ja, aber was ist denn Aurora? Was ist das denn? Aurora Borealis. Ja, scheiße, das habe ich schon mal gehört, ne? Ja, komm, machen wir. Das war eigentlich nicht so wirklich effizient. Hier ist doch Lava, wieso läuft das nicht mehr nach? Und das sieht ganz komisch aus. Ich glaube, ich habe es kaputt gespielt. Also, das habe ich jetzt nicht gedacht. Upsi. Ja, die Sache ist, wir kriegen nicht unter 5%. Wahrscheinlich zu nah. Scheiße. Ich habe mich hier am Anfang verbaut. Das war super beschissen. Himmel zu leuchten im Norden. Ach, genau. Dingenskirchen. Ja. Diese Nordlichter. Oder ja, doch. Soll ich denn da unter 5% kommen? Warte. Das ist auch wieder zu nah, ne? So ein Shit. Ist bei 80, kommen nicht unter 5%. Also das hier wäre ein Eckchen noch, was uns helfen würde. Ja, und hier halt. Obwohl wir im Moment natürlich relativ gut aufgestellt sind.
Ödland. Nährstoffreiche Asche. Schmutzter Ozean. Ist Ödland gleichzusetzen mit toxischem Land? Das ist auch wieder hier. Ödland. Nee, doch. Ödland. Boden. Trockenes Gestrüpp. Ich glaube ja. Okay. Ja, ich kann nicht viel reißen. Wir probieren es einfach mal aus. Guck mal. Tatsache, ja. Wir könnten höchstens Hähnchen hier nehmen. Lava. Denn jetzt können wir hier einfach viel. Ich glaube, ich habe viel zu viel weggemacht. Sechs Prozent ist halt einfach alles gerade viel zu teuer, was ich hier mache. Aber ich hätte das echt gern. Mal eventuell noch mal so ein richtig schönes Stückchen. Eher nicht. Nicht gerissen. Gibt's vielleicht nicht. Immer noch bei 6%. Das ist jetzt echt knifflig. Ich hätte das jetzt wirklich sehr gern. Was ist denn... Na, scheiße, wir haben hier keine Steine. Dann müssten wir... Nee, Quatsch. Den bringen und dann weiß nicht, ob das geht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist ja genauso scheiße. Alter.
Ich krieg's nicht mehr hin. Was haben wir denn überhaupt? Eisberge bilden sich. Da müssen wir unter 0 Grad gehen. 70%. Über 15 Grad. Was, kann man denn alle Sachen kriegen? Unter 10 Grad. Ja, aber nacheinander halt, ne? Nicht parallel. Einmal erreicht, abgehakt. Ja, okay. Alles klar. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Okay, also das ist ja wohl Hauptziel irgendwie, wenn ich das richtig verstehe. Ich hätte gern Aurora Borealis. Sieht aber gut aus. Aber reißt es halt auch nicht. Das ist auch irgendwie deutlich, also was heißt deutlich? Ich finde, die letzten beiden Level waren natürlich Level 1 und 2. 3 ist schon deutlich komplexer irgendwie. Oder ich bin dann einfach schon komplett gaga, weil es immer zu spät ist. Weil Viertel vor 10 ist jetzt eigentlich nicht unbedingt spät. Die werden komplexer, die Level. Ja, irgendwo muss da auch eine gewisse Lernkurve sein. Ist auch schon besser, also definitiv. Wir haben jetzt nur 380, das ist nicht viel. Mal hier eventuell nochmal. Oh ja. Nice. Ja, geil. Geil, das hat's gerissen. Mega fresh. So, und jetzt können wir wieder verkacken. So, was ist jetzt eigentlich mit dem Tangawald da? Was ist da? So, macht Flechten. Habe ich geschnallt. Ach, und dann verachtern, wie in dem letzten Level mit Dingens. Ah, ja, easy. Nein, das kannst du dir nicht ausdenken. Wir sind keine Steine. Ich komme an das Ding nicht ran. Was ist denn das? Okay, anders. Blümchen. So, ich will den jetzt haben. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist der falsche, ne? Das ist der falsche. Bin ich doof. Ach du Kacke. Oh mein Gott.
Das war ja wohl selten dämlich. Das hier ist doch das, was ich will. Ganz knapp. Aber ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ja diese eine Wasser, diese eine Lavaquelle reichen, also. Und dann er hier nach ihm hier. 70, 70, 60, 75, 77. Ja, fresh. Cool. Nice. Und dann können wir das gleiche. Eigentlich. Und nochmal mit ihm hier machen. Mehr als 15 Grad. Also ich würde sagen, wir machen erstmal das hier noch fertig und dann gucken wir wegen denen, die noch offen sind. Kriegen wir hin. Geil. Nutze dein Monorail-System, um deine Gebäude zu recyceln. Siedle gleichzeitig Polarfauna im Land und Meer an, um das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Man kennt's. Den können wir einmal irgendwo hinzimmern, das ist ja scheißegal. Feldhopper. Gut, das Ding ist, das kennen wir ja aus der letzten Mission. Das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Siehst du deine Borealis? Ja, das ist echt geil. Da steckt einfach so viel Liebe in dem Game. Also auch wenn ich es schade fand, als ich das erste Mal die Demo gespielt habe, bin ich sehr froh, dass sie sich so viel Zeit genommen haben noch. Das war jetzt, das heißt so viel, war jetzt ein halbes Jahr circa. Aber es ist halt schon schön. So, warte mal. Dieser Pflanzenfresser sucht unter dem Schnee nach essbaren Flechten und Pflanzen. Wir haben keinen Schnee. Machen wir. Sind noch sekundäre Ziele offen? Ja, machen wir jetzt. Dieser Wild übernachtet in borealen Wäldern und fliegt über die offene Tundra. Die Sekundärziele machen wir jetzt. Und zwar erstmal den. West 2 ist jetzt auch lost. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Machen wir erstmal den Efeu-Bewuchs. Den kriegen wir relativ easy in den Griff, denke ich. Ach, hier steht ja schon einer. Ja, aber ich kann noch einen daneben setzen.
Boah. Muss an den Felswänden, habe ich jetzt gekriegt, ne? Nee, doch. Doch, ja, na klar. wir brauchen noch mehr. Bisschen, 1%, um genau zu sein. Nah an einem anderen Wolkensäher. So, das haben wir. Und dann brauchen wir jetzt noch 15 Grad. Können wir eigentlich den? Ne, es sind ja nur Steine. Na gut, hätte ja sein können, hätte ja sein können. Obwohl, ich kann ja jetzt abfackeln, was ich will, ne? Wir haben ja hier oben unser Ding fertig gehabt. Hatte ich nicht noch, warte, jetzt habe ich zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob es das jetzt reißt. Abgesehen davon, dass ich ihn jetzt selber gesprengt habe. Links, ne? Oder ist das? Ach so, das geht überhaupt gar nicht. Wärme, Sonnenlicht. Das ist was völlig anderes. Also es agiert, also es fackelt halt auch was ab, aber es agiert anders. Das ist ja gar nicht so cool jetzt gelaufen. Ups. Jetzt zeigt er mir nämlich auch an, um wie viel Grad das Ganze dann steigt. Oh shit. Also hier kriege ich 5, dann haben wir 11. Das ist ja jetzt blöd gelaufen. Ärgert mich. Naja, gut, was soll's. Und da kriegen wir nochmal 4, kriege ich 5. Na, kriege ich eine 5? Ich kriege keine 5. Hier kriege ich eine 5. Aber 4 hätten doch gereicht. Hat er mir dann hier mich gerade verguckt? Ich habe schon 1% recycelt. Upsi. Okay, haben wir auch. Und jetzt brauchen wir, ja, Minustemperaturen. Entfeuchter. Mal gucken. 3, 3, 0. Ja. Nee, Quatsch. Ein Entfeuchter. Was mache ich denn jetzt hier? Schnellgefrierer, so war das. Andere Gebäude dafür. Hätte ich ihn gelesen, wäre es ein sehr guter Tipp gewesen, danke. Kriegt manchmal nicht alles mit, sorry. Zugvögel! Hier, wo können wir am ehesten jetzt verdreißen?
Hier sind Friere. Drei. Fünf. Perfekt. Nummer vier. Und die Lava einfach so, ja, ich mach mein Ding, ich bin dann mal da, ne? Du machst das schon. Oh. Berge bilden sich. Achso, ich wollte gerade sagen. Dann haben wir. Bienchen. Wird es ja jetzt knackig hier. Minus 3. Können wir das mal für die Nachwelt festhalten? Auf dem Feld hier sind es minus 2, die erzeugt werden. Und oben rechts in der Ecke stehen minus 5. Auf dem Feld hier sind es minus 2, die erzeugt werden. Und oben rechts in der Ecke steht minus 4. Bin ein wenig verwirrt. Okay, warte, wir müssen nur. So. Aber. Ach. Boah, Junge. Einfach mal komplett Schnee im Gesicht. Minecraft lässt grüßen, haben wir gekriegt, als Achievement. Ja, Minecraft ist schon cool. Schön, dass es nicht die ganze Zeit schneit. Ich glaube, das Gekrissel im Gesicht. Wenn du das zu lange sehen musst, ich glaube, dann Rage quittest du instant. Erst durchdrehen und dann Rage quitten. Also nicht instant. So. Jetzt machen wir mal Tierchen. So, nochmal. Dieses listige Raubtier ist im Schnee getarnt und durchstreift das flache Land der Tundra. Mehr Schnee. Ja, wir haben noch nicht so viel Schnee. Muss ich jetzt warten? Okay, machen wir erstmal ein anderes. Diese Eule übernachtet in borealen Wäldern und fliegt über die offene Tundra. Wir könnten. Yes! Oh, eine Hedwig. Wir könnten diese Eule überhaupt gar nicht finden, oder? Wait. Weil es wären ja gar keine borealen Wälder, wenn wir nicht die Nordlichter hätten. Oder habe ich jetzt was missverstanden? Oh. Okay. Dieser Pflanzenfresser sucht unter dem Schnee nach essbaren Flechten und Pflanzen. Genau. Tatsache, Schwein gehabt. Ein Wapiti. Habe ich gar keine Ahnung. Okay, du siehst aus wie ein Tier, was es wirklich geben könnte. Oh. Fresh. Dieser Stoßzahn tragende Wal schwimmt in kalten Meeresgewässern unter dem Eis. Rentier. Echt? Ja, die sehen so ein bisschen anders aus. Ein bisschen, weiß ich nicht, majestätischer, der sieht mir so ein bisschen.
Weiß ich nicht, ist das also. No front an das Rentier, ne? Oh Gott. In Reichweite von Ozean. Ah, nice. Narwhal. In seinem Zuhause auf dem Eis geht dieser flugunfähige Vogel auf Fischsuche ins Meer. Oh mein Gott! Guck dich ihn an! Einhorn der Meere. Noch nie einen Narwhal in echt gesehen. Also in echt. Ich habe auch noch keinen Wal in echt gesehen, aber ne. Also ich kenne die immer nur aus irgendwelchen Filmen oder Serien. Plop, 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 plop. Okay, komm her. Das ist doch ein Bär. Mal wieder. Dieses große Raubtier durchstreift sein verschneites Revier am Meer in der Nähe einer Beutequelle. Oh nö. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, der Eisbär ist jetzt. Der hat jetzt Bock auf Pinguine. Du bist ein Wal, du bist glaube ich keine Beutequelle für. Also einfach nur rein hypothetisch. Also wir brauchen mehr Schnee. Nee, Quatsch da. Irgendwie ist kaputt. In der Nähe einer Beutequelle. Aber was ist denn eine Beutequelle für ihn? Da fehlt ein anderes Tier. Ist dann vielleicht. Macht er Jagd auf die Rentiere? Hypothetisch. Tatsache. Ich dachte, der frisst halt die Pinguine. Also, schreckliche Vorstellung, aber ne, hätte er sein können. Hier, warte mal, ihn hier. Dann machen wir den, der hier jetzt hin. Und dann kriegt er hier den hier. Ah, weil ich noch nicht kann. Jetzt haben wir es. So, und jetzt haben wir auch genug Schnee. Dieses listige Raubtier ist im Schnee getarnt und durchstreift das flache Land der Tundra. Bam! Errungenschaft freigeschaltet unter dem Schnee. Ich glaube, wir haben bisher jedes Archiv mitgenommen. Zumindest haben wir die Level zu 99,9% abgeschlossen. Das erste Level, da konnten wir das nicht machen irgendwie. Da hat ein Tier gefehlt. So. Okay, cool. Ach, 1600, Junge. Okay, also. Dann reißen wir jetzt wieder von hinten nach vorne. Alles ab. Ziehen wir einmal durch hier. Und ich würde sagen, dann stellen wir uns einfach mal hier hin. So.
glaube, hier sollte ein Wal sein oder so. Da hätte ich irgendwie Probleme. Eisschild. Okay, cool. Kriege ich. Ich kriege jetzt die ganze Zeit Punkte, weil. Also, ne, Ressourcen. Weil während des Schneefalls versuchen diese Felder hier, das hier oder auch hier, da versuchen die ganze Zeit grün zu werden. Und dann werden die grün und verbrennen aber gleich wieder, weil daneben die Lava ist. Und ich kriege die ganze Zeit Punkte dafür. Naja, gut. Ich mich nicht beschweren. Okay, wait. Dann connecten wir hier noch ein bisschen. Das müsste eigentlich passen, oder? Ja, oh, aber ganz knapp. Passt. Ist nicht. Ist auch nicht. Das passt. Warte mal. Das war jetzt richtig, ne? Das, ja, ganz knapp. Alles klar. Aber ihmchen hier, das passt leider nicht. Dementsprechend tüten wir das einfach mal ein. Und das finden wir dann schön. Genau. Dann müssen wir das nochmal ans Netz anschließen. Nämlich so. Und die Silos, die habe ich letzte Mission nämlich nicht großartig benutzt. Das war nicht so wahnsinnig klug. Und wenn ich den daneben kriege ich den? Nee, kriege ich nicht. Dann. Oh shit. Nee. Da müssen wir einbauen. Nee, warte, das klingt komisch. Abbauen ist zum Glück auf dieser Karte nicht Karte leicht gemacht. Ja, definitiv. Also das mit der Monorail ist eigentlich super easy, ne? Im ersten Level musste ich mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, wie es damit gelaufen ist mit dem Schiff, also ein Boot. Mit Hovercraft oder keine Ahnung. Das ist ja super easy gemacht hier. Gerade weil du halt auch überall Steine hast. Du brauchst den Werfer gar nicht. So, nee, warte mal. So. Puh. Okay, warte mal, das. Jetzt kriegen wir. Oh, schön. Und alles weg. Wo
Habe ich jetzt. Das habe ich jetzt nicht ernsthaft gemacht. So, ich glaube, jetzt haben wir alles angeklemmt, ne? Dann fangen wir mal an. Da fehlt einer. Ich bin da so ein bisschen perfektionistisch. Ich kann nicht reden, Junge. Ich bin da so ein bisschen perfektionistisch veranlagt in der Hinsicht. Ich will hier unbedingt zum Schluss anständig abliefern. Bin einfach zu penibel. Wenn mir jetzt hier irgendwie, wenn ich jetzt irgendwas vergesse, dann ärgere ich mich mega darüber. Kriegen wir dann ja darüber. Das ist immer richtig schön, wenn dann alles, alle diese Gebäude, die ich habe, die bringen halt so ein bisschen Unruhe rein, die dann alle weg sind, wie das dann aussieht. Nicht, dass ich was anderes sehen will gerade. Nur Perfektion hier. Ich mag das Spiel echt. Ja, ich auch. Ich habe mich so gefreut, als das rauskam. Oh, wait. Hier haben wir noch was vergessen. Oder warte, wir können ja auch mit dem Silo arbeiten. Haha. War jetzt aber knapp. Wir haben immer noch irgendwo, wahrscheinlich hier. Ja, weil hier überall noch Ödland ist. Ich bin bei 2799. Alles erwischt bisher. Ja, schön, es schneit wieder. Ich habe gehofft, dass es nochmal schneit, bevor wir komplett fertig sind. Weil jetzt verschwindet halt auch alles. Komplette
Hinter diesem Moment, wenn ihr merkt, es ist einfach besser, die Fresse zu halten. Toxizität. Upp, upp. So, dann dübeln wir ab. Digga, was ist das da für ein Blatt, Junge? Scheiße, das ist mein Maus. Saniertes Ödland. Hat sehr gut geklappt. Der Wal hier drunter kommt halt immer noch nicht klar. GG, danke. Aber Eisflächen bilden sich jetzt nicht von alleine, ne? Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich finde das an dem Game auch so geil. Selbst wenn ich jetzt einmal durchgespielt habe und 2-3 Wochen später habe ich wieder Bock drauf. Es sind dieselben Level, aber es ist jedes Mal komplett anders. Weil du immer Dinge anders machst. Du hast nie dasselbe Ergebnis. Was heißt denn 70%? Das ist ja frech. Durchgespielt? Ne, habe ich ja noch nicht. Aber irgendwann ist halt das Game zu Ende. Ne? Aber warum sind jetzt hier nur 70%? 11 von 11 Klimaschwellenwerte erreicht. 6 von 6 Tiere entdeckt. 4 von 4 Biomen wiederhergestellt. Was heißt denn das Plus? Ein Gletscher gesperrt. Wieso? Steht gesperrt, da fehlt noch eine Karte. Ach so. Ach, darum ist das hier so schimmelig noch. Hier und hier und hier. Weil da noch mehr kommt. Ja, fresh. Innental. Das sieht saftig aus. Wir gucken mal ins Level rein. Überflutete Stadt. Da bin ich ja jetzt fickerig drauf. Wir gucken mal ins Level rein. Schnacken kurz und dann machen wir einen Cut für heute. Schon wieder. Kurz vor 11:30. Dann denke ich mal. Wird wieder Spaß, das Ganze auseinander und zusammen zu schnippeln. Kontinental. Die Renaturierung städtischer Gebiete birgt eigene Herausforderungen. Wenn du den Meeresboden ausbaggerst, um Land für Pflanzen zu schaffen, musst du um vorhandenen Beton herumarbeiten. Ehemalige Städte können auch besonders gefährliche Materialien beherbergen. Ja. Zunächst baggerst du den Meeresboden aus, um Land für den Anbau von Vegetation zu schaffen. Sobald das Ausbaggern abgeschlossen ist, recycelst du deine Bagger. Dann kannst du in den so entstandenen tiefen Wassertaschen Gezeitenturbinen aufstellen. Boah, Junge. Ach du Scheiße. Okay, wir gucken mal rein. Holy crap. Na, was bist du denn für ein Schweinchen? Erinnert mich gerade so ein bisschen an Timberborn. Timberborn? Das ist mit den Bibern. Das Game. Habe ich ja nur ein bisschen gespielt. Hat mich aber irgendwie nicht abgeholt, ne? Geologische Stabilität? Wie jetzt? Erdbeben? Wildblumenblüte, Pilze in Wäldern. Welche Wälder? Hier oder was? Groß auf Felsblöcken. Efeu bewuchs.
Moos an Fels finden. Okay, das ist ja sehr übersichtlich. Unterseeburger. Gibt Erde vom Meeresboden aus und legt sie an der Oberfläche ab, um Land zu schaffen. Kann ans Monorail-Netz angeschlossen werden. Ah, okay. Also für solche Dinger hier. Oder sowas. Was? Okay. Ladedock. Genau, das brauchen wir ja, um die Burger zu zerlegen. Ach so. Hey, das ist ja cool. Gebäude werden dann auch gleich platt gemacht. Also die Dinger hier, die anderen nicht. Okay. Erddetonator. Die verstehe ich jetzt gerade nicht. Sollte ich das wollen? Okay, ja, okay, und die Wetterstandard-Dinger. Gut, also es sieht sehr interessant aus. Ja, wir machen die Tage weiter. Ich muss erstmal gucken, dass ich bei Planet Crafter noch ein bisschen weiterkomme. Wir haben nur noch bis zum 7. Zeit, dann endet das Event. Wir müssen unbedingt diesen Secret Bunker finden. Daher hat das im Moment tatsächlich ein bisschen Vorrang. Ich will dieses Item haben, auch wenn ich wahrscheinlich nichts damit anfangen kann. Und dann geht es hier die Tage auch mal weiter. Ja, sehr geil, sehr geil. Ein super Game, sehr entspannt, macht sehr viel Spaß. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Ich danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs in den Chat schreiben. Und wünsche noch einen ganz wunderbaren Abend. Kommt gut in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Morgen Vormittag. Bis dann. Ciao.